Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Space Marine. Es geht weiter, ihr Lieben. Wir steigen in diesen wunderschönen Thunderhawk und werden mal eine Dämonenbedrohung vernichten, die wir eventuell angezählt haben. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr bei Twitch vorbeischaut. Thunderhawk bereit zum Transport, Captain Titus. Ich werde all Ihre Fähigkeiten brauchen, Pilot. Ich werde Sie in den Wirbel des Chaos bringen, wenn Sie darum bitten. Für heute reicht der Orbitalturm, Bruder. Ladevorgang. Spannend. Oh, das ist spannender. Ich habe einen Energiehammer jetzt. Okay. Ich werde hier mein Bestes geben, Captain. Nein, Bruder. Schließen Sie sich uns an und bekämpfen Sie den Feind. Das ist allein meine Schlacht. Ja, Sir. Ich freue mich so auf Space Marine 2. Es wird so geil werden. Und eine geile... So ein geiles Universum, so eine geile Vorlage durch eins schon alleine. So viele Möglichkeiten. Das kann man doch gar nicht verkacken, also. Oh nein! Falsche Taste, oh mein Gott, ja. Jetzt. Alles klar bei euch? Einmal Leben auffüllen. Das ist so ein geiles Sprungmodul, Alter. So. Alter. Noch jemand ohne Fahrschein, oder? Da drüben sehe ich doch schon was. Ja, schießt euch. Aber ich komme zu euch. Ah, die Schirm hat schon von der Bodenramme. Dieser Wahnsinn wird mich nicht aufhalten. Und ihr auch nicht. Im Namen des Imperators. Wo kamen die Schüsse her? War es nicht von oben? Anscheinend nicht. Widerlicher Ketzer! Ja. Habe ich den einen gerade runtergeworfen? Sünde! Abfahrt! Schicke Fliesen. Granaten auffüllen, okay. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich irgendwas ganz Böses. Die dunklen Götter! Die dunklen Götter! Ah! Genau! Das glaube ich nicht. Nicht, solange das Licht des Imperators uns leitet. Ja, schießt ruhig. Aber irgendwann bin ich in deiner Reichweite.
Knuffi! Oh, ich wette, das hat wehgetan. Also mehr dir als mir. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Dahin. Okay. Moin, Jungs! Das haben deine Brüder auch geglaubt, Verräter! Komm mal her! Nur mal sicher gehen, dass ich volle Leben habe. Nein, das ist nicht schön. Warum? Wir hätten noch so viel Spaß haben können. Ja, ich weiß nicht. Der Hammer ist halt ultra geil, aber halt irgendwie nur in Kombination mit den Sprungmodulen finde ich weil man kann natürlich die anderen Waffen dann auch nicht nutzen, ne? Okay. Zumindest funktionieren die Türen noch. Das ist auch schon mal viel wert. Vielleicht ist der, kann man den Turm noch reparieren. Ui, 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 ui. Ganz ruhig, mein Hübscher. Ja, und jetzt den hat nur jetzt nur den Hammer ohne kein Holter oder sowas in der Hand und dann sitzt er da. Oh Gott, das geht aber noch ziemlich weit hoch. Wir sind ja noch gar nicht oben. Hätte uns nicht weiter oben absetzen können. Wäre ein bisschen einfacher gewesen. Spüren Sie Nemeraus auf. Oh Gott. Gar keinen Bock auf Nemeraus. Uiuiui. Jungs, was ist. Was stimmt nicht mit euch? Diese. Also diese Aggressivität. Bumm! Wow. Ja, will aber auch wieder nicht sterben, ne? Ah. Ja, gib mir Leben. Danke. Sehr freundlich von ihnen. Was sind da? Sagen Sie mal. Wow, manche müssen es wieder übertreiben.
Ist nicht so witzig, wa? Kannst du kurz stehen bleiben? Danke, damit ich dir auch schön zwischen die Augen zwitschern kann, Kollege. Perfekt, Muni wieder nachgefüllt. Laserkanone ist einfach eine Liebe. Aber in der kurzen Zeit haben sie schon eine gewaltige Streitmache hier rübergeholt. Das muss man ihnen lassen, ne? Jetzt wird's unangenehm. Da ist eine Tür, aber da ist eine Treppe. Okay, so war hochfahren. Nee, das ist keine Tür. Viel Blut, Nimmerod. Für alle, die du getötet hast. Für Sidonus. Und den Imperator. Und den Imperator. Werde ich es beenden. Überall ist Warp-Energie, Alter. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem Kampf, muss ich sagen. Bin ich ehrlich. Schreckliche Götter des Chaos. Ich bin Nimmerod. Euer Herold und Champion. Ich habe 1000 Welten in eurem dunklen Namen verbrannt. Hier. Ihr der hier beschützt. Ihr habt mich beauftragt, dieses Fragment eurer Macht zu bergen. Und ich habe es getan. Die Sklaven des falschen Imperators, die es wagten, es an sich zu nehmen, starben durch meine Hand. Nicht alle. Können wir nicht schon von hier irgendwie mal aufräumen? Wenn ich jetzt von hier schon schießen könnte. Nein, geht nicht. Schade, sie haben dran gedacht. Ah, okay, da ist eine Barriere drum. Ja, sie haben dran gedacht. Mensch gegen Dämon. Gott, nein, ich will das nicht. Ich bringe euch eure finstere Reliquie zurück. Ich biete euch diese Welt und alle, die da... Ich bitte um die Belohnung, die versprochen wurde. Möchtest mit deinen Göttern reden? Dann schicke ich dich zu ihnen. Gib es zu, Titus. Die Macht des Chaos steckt in dir. Diese Reliquie ruft dich. Stell dir Ultramarines vor, die diese Galaxie dominieren. Nach ruhmreicher Eroberung. Und du an ihrer Spitze. Niemals! Stell dir die Macht vor, die du ausüben könntest. Als Sklave des Chaos? Nichts, was du sagst, kann mich vom Weg der Ehre abbringen. Oder davon, den Tod meiner Brüder zu rächen. Du bist jetzt keine Bedrohung mehr für mich, Ultramarine. Wo sind deine Schulstunde? Aufstieg mehr stoppen. Oh Gott, da kommen... Gewährt mir eure Gunst. Korrumpiert mein Fleisch. Macht mich... Dämonen gleich. Zeigt diesem Narren die oh nein. Natur der Macht.
Alter, es kommen so viele. Ich hasse es. Es hätte so cool sein können. Aber nein, nein. Die Essen, die sind nicht das Problem. Was danach kommt, ist das Problem. Ach Mann, ey, nicht, nein, jetzt sag nicht, dass du wieder alles redest. Ich bringe euch. Du redest zu viel. Eure finstere Relik. Oh Gott, ich muss mir das echt anhören? Ah, doch nicht, Gott sei Dank. Du bist jetzt keine Bedrohung mehr für mich, Ultramarine. Nichts kann meinen Aufstieg mehr stoppen. Gewährt mir eure Gunst. Korrumpiert mein Fleisch. Macht mich Dämonen gleich. Zeigt diesem Narren die wahre Natur der Macht. Ach, das ist doch ein Bierschiss, ist das doch. Was soll die Scheiße, Alter? Ah, was soll die Scheiße, Alter? Du kannst dich ja auch nicht verstecken. Oder in Deckung. Entschuldigung, wir verstecken uns natürlich nicht. Wir gehen in Deckung. Aber das, nicht mehr das kennst du. Nicht mehr das? Können wir... Ja, hier hinten. Wir können zurück, aber wir können halt auch nicht nach links und rechts. Wir können nur in diesen kleinen Kapuff rein. Ich bringe euch eure finstere Reliquie. Hatten wir schon, alter Maul. Interessiert hier keinen. Ich biete euch diese Welt. Du bist jetzt keine Bedrohung mehr für mich, Ultramarine. Nichts kann meinen Aufstieg mehr stoppen. Gewährt mir eure Gunst. Korrumpiert mein Fleisch. Macht mich Dämonen gleich. Zeigt diesem Narren die wahre Natur der Macht. Junge, 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 irgendjemand dreht hier jedes Mal komplett durch. Es gibt immer einen, der übertreiben muss. Junge, diese Granaten. Ey, jeder hat Granaten mit. Da bist du. Kleiner Scheiße. Hast du dir mal den Himmel angesehen, Captain Titus? Du hast das Portal zum Reich des Chaos geöffnet, Captain. Unsere Legionen strömen bereits hindurch. Der Diener des falschen Imperators hat versucht, den Planeten vor einer Invasion zu beschützen. Stattdessen hat er eine andere ausgelöst. Gib mir die Leben, gib mir die Leben. Deine armselige, das war gut. Imperiale Armee wird schon bald von dieser Welt geschabt sein. Das ist nicht gut. Schon bald wird meine gesamte Invasionsflotte in diese Realität kommen. Ist hoffnungslos, Titus.
Der Wille der dunklen Götter steht hinter mir. Ja, ja. Aber du hast niemanden. Na? Und du wirst hier sterben. Allein. Der Imperator ist immer dabei. Und er beschützt. Oh Gott. Meine Diener zu töten bringt nur wenig. Ich bin unangreifbar. Die Chaosgötter beschützen mich mit den Energien der Schöpfung. Du vergisst etwas, Nimmerod. Die Berührung des Warps ist mir nicht fremd. Ah, das war ja da. Oh Gott. Oh mein Gott, das muss ich auch noch lenken. Ja, was sagst du dazu, F? Hä? Nimm das, Alter. Und das. Und wenn es 1000 Jahre dauert, und grausame Rache an deinem Fleisch üben. Wie wär's, wenn du einen Arm weniger brauchst? Oder lade die Schilde auf. Werde ich dich mit offenen Armen vorfinden. Zum Willkommensgruß, ein wahrer Sohn des Chaos. Niemals! Leertaste. Junge, das ist ja komplett gestört. Dämlicher Dämon wird mich niemals besiegen. Der Imperator beschützt mich. Na, wir fallen ganz schön tief. Gleich nur 10, Kollege, aber nur für einen von uns beiden. Ja. Ja, das ist gut. Aber auch nur, wenn es ganz gut läuft. Aber noch sehe ich den Boden nicht. Ich muss ihn auch nicht sehen. Finger tut weh! Rechte Maus passen ist immer kritisch. Ach komm! Oha! Wirst du dich uns bald anschließen, Bruder? Niemals! Schauen Sie, Ultramarine. Oh, die Hübsche. Wir haben diese Welt gerettet. Mira, wenn ich richtig bin. Wie ich sehe, sind die Ultramarines letztendlich doch menschlich. Mehr als Sie ahnen, Leutnant. Oh, imperiale Inquisition. Imperius. Black Templar. Oh Gott, er hat uns verraten. Die Inquisition ist hier. Seine Verletzungen scheinen vom Chaos zu stammen. Sind Sie sich der Anklage bewusst? Captain Titus wurde vom Chaos korrumpiert, Inquisitor Trax. Ich bin kein Ketzer! Sie lügen! Nur ein Bote des Chaos kann es ertragen, dem Warp ausgesetzt zu sein. Ich habe den Dämon ausgelöscht! Hatten Sie dabei
unheilige Unterstützung? Wir müssen das wissen. Sie unterstellen sich nun meiner Befehlsgewalt, Captain. Ansonsten muss die Inquisition annehmen, dass sie jeden Ultramarine korrumpiert haben, der unter ihrem Kommando stand. Ganz zu schweigen von denen, die an ihrer Seite stehen. Ignorieren Sie seine Drohungen. Kommen Sie. Die Inquisition wird sie vernichten, Mira. Und die Ultramarines werden für immer entehrt. Lassen Sie meine Brüder und den Leutnant in Ruhe. Ich komme mit Ihnen. Ich weiß nicht, warum ich dem Chaos widerstehe, aber ich schwöre, dass ich die Wahrheit herausfinde. Wir werden viele Wahrheiten herausfinden, Space Marine. Der Codex Astartes lässt keinen Platz für Zweifel. Du kannst den Warp nicht berühren und unbeschadet davonkommen. Der Codex Astartes besteht aus Regeln. Sie leiten uns, formen uns zu Ultramarines, lehren uns, dass die Pflicht und die Ehre das Wichtigste sind. Aber mit diesen Regeln zu leben, ist die wahre Prüfung eines Space Marines. Und sie sind gescheitert. Planetare Version eingedämmt. Strategisch wichtige Einrichtung gesichert. Aktueller Status unter Quarantäne aus Befehl vom Inquisitor Kax. Empfohlene Aktion. Ultramarines Captain Titus nach Hinweisen auf Ferenczi untersuchen. Oh mein Gott, ich hab's gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass es so endet. Es ist einfach, es ist halt so viele Jahre her. Oh mein Gott, man wird ja vollkommen im Ungewissen gelassen, was jetzt mit ihm ist. Da waren bestimmt DLCs oder so geplant. Aber stattdessen bekommen wir einen zweiten Teil, endlich. Und ich hoffe, dass sie mit der Geschichte auch weitermachen, also... Ich hoffe, das wird noch aufgerollt. Okay, gut. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Projekt wiedersehen. Ciao.